Ja, hallo ihr Lieben, jetzt Christian Schemmeier, Paartherapeut, Beziehungscoach, Diplompsychologe und so weiter in Hamburg, in der Nähe von München und in Berlin und diesmal wieder Blog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, heute schauen wir uns mal wieder Fragen rund ums Dating an von einer Zuschauerin. Wenn du auch solche Fragen hast, kannst du über ein Formular auf liebische.de anstoßen. Schaut auch gerne mal in meine Bücher und Kurse rein. Ne? Nicht immer nur die Videos gucken, steht viel drin auf liebische.de. Und last but not least bin ich tatsächlich in den YouTube-Trends, allerdings nicht auf meinem Kanal, sondern in dem von der wunderbaren Alicia Joe. Kann ich unten auch nochmal verlinken und schaut gerne mal vorbei. Es geht um das Thema Johnny Depp und Amber Heard. So, jetzt wollen wir mal loslegen. Und ich bin obviously nicht ganz auf der Höhe, zumindest stimmlich, irgendwie ziemlich erkältet. Bitte um Nachsicht. Ja, gut, also eine Frage von Anna Karinovkila und sie schreibt: Hallo, ich bin in den 20ern, also Mitte 20, und habe eine allgemeine Frage zu meinem Liebeschip. Hoffe, dass ich das meist so gut zusammenfassen kann. Ansonsten wende ich mich nochmal an dich. Das Thema ist recht komplex. Ja, da kann ich schon mal gleich sagen, das ist immer so eine, also man denkt selbst immer, dass das Thema so komplex ist, bis man merkt, dass ja eigentlich alle mit den gleichen Themen strugglen und häufig das doch nicht so komplex, insbesondere alles, was so rund um falsch programmierten Liebeschip, toxische Beziehungen ist, eher so unterkomplex häufig, aber gut, schauen wir uns das mal an. Allgemein zu Bindungen, gleichgeschlechtliche Freundschaften fallen mir um einiges leichter als Dating. Bei Freundschaften gibt es zwar manchmal auch Probleme, aber nicht so wie bei Bindungen mit Männern. Männliche Freunde habe ich auch nicht, da Männer mich eigentlich nicht auf eine freundschaftliche Ebene einstufen. Das finde ich schon mal ganz gut, weil ich habe viele Zuschauerinnen, die das Problem haben, dass Männer sie immer in die Friendzone packen, will man ja auch nicht. Und ob das, also ich habe jetzt überhaupt nichts gegen Freundschaften zwischen Männern und Frauen, aber wenn man gerade dabei ist, sein Liebeschip zu untersuchen, umzuprogrammieren, in glückliche Beziehungen zu kommen, ja, rate ich so ein bisschen ab. Also wenn man selber Single ist, der Mann ist Single, sagen wir es mal so, rate ich ab von Freundschaften. Nicht, dass daran irgendwas falsch wäre, sondern einfach, um sich zu fokussieren und dem Universum zu sagen, nee, jetzt komme ich nicht wieder hier mit Freundschaft, ich will was anderes, ne? Wisst schon, wie ich es meine. Sondern vor allem sexuelles Interesse an mir haben. Ja, gut, ich meine, beim Dating geht es letztlich auch, man hat die Natur so eingerichtet, irgendwo wird es dann natürlich immer um Sexualität gehen, aber ich verstehe schon, möchtest da jetzt nicht so drauf reduziert werden. Als Girlfriend-Material werde ich eigentlich auch nicht eingestuft. Das ist für mich auch schon ein großer Teil des Problems. Das Freundschaftliche ist nicht das Thema. Freundschaft zwischen Männern und Frauen ist ja sowieso nicht easy. Vielleicht habe ich bald auch mal männliche Freunde, aber ich denke, das ist nicht so wichtig. Als geeignete Freundin würde ich aber gerne gesehen werden. Freunde sagen über mich, dass ich eine sehr tiefgründige Person bin und das absolute Gegenteil von oberflächlich. Nun gut, manchmal habe ich das Gefühl, dass die oberflächlichen Menschen es ein bisschen leichter haben im Leben. Also das muss jetzt überhaupt nichts, auch beim Dating, muss jetzt gar nichts heißen, so, ne? Ich bin oft die, der andere viel anvertrauen, bin offen, loyal und ich finde schon, dass ich echt gutes Girlfriend-Material bin. Naja, ich würde da gar nicht so dran zweifeln. Also manchmal ist es auch so, wenn man zu viel dran zweifelt, aber ich kann verstehen, du hast jetzt, machst jetzt die negativen Erfahrungen, zweifelst dran. Aber es ist, glaube ich, wichtig, in so einem positiven Mindset zu bleiben. Hey, mir ist alles in Ordnung, erstmal so grundsätzlich und natürlich, ja, kann man mich mögen. Und aber in Liebesbeziehungen geht es eben nicht nur, ja, wie du schon auch selber festgestellt hast, um diese freundschaftliche Ebene. Und das, also gerade so am Start, ist manchmal zu viel Tiefgründigkeit auch nicht unbedingt hilfreich, würde ich sagen. Und dass viele Menschen Loyalität und Vertraubarkeit, sage ich mal, nicht so richtig zu schätzen wissen. Ich glaube, das ist, glaube ich, ein gesellschaftliches Problem, wo ich auch, also was ich auch immer mehr sehe und was ich auch manchmal denke, wo ich auch ein bisschen fassungslos bin, dass, ja, also die Menschen, die nicht loyal sind und, ja, weiß ich nicht, große Klappe haben oder sehr laut sind, ja, die einfach immer noch mehr Aufmerksamkeit von uns bekommen, ne, und ja, kann ich verstehen.
Es ist weder so, dass ich mich extrem sexuell kleide, noch, dass ich die ganze Zeit nur drüber rede. Oft versuche ich, emotionale Nähe herzustellen durch Gespräche oder Unternehmungen. Das wird von Männern aber schnell abgeblockt. Ja gut, Männer, ich vermute mal, die Männer sind jetzt auch in den 20ern. Ist natürlich, also ich freue mich auch, gerade wenn ihr auch in den 20ern seid, das seht hier, kommentiert das wirklich gern. Also was ich so höre aus der Generation ist, dass dieses Unverbindliche also einfach noch viel mehr zugenommen hat. Und natürlich ist es auch schon immer ein Jahrzehnt gewesen, wo man sich ausprobiert, wo man natürlich auch vielleicht ein bisschen mehr unter Hormondruck steht, sag ich mal, als in älteren Semestern. Aber ich verstehe, was du meinst, auf jeden Fall. Dass sie sexuelles Interesse an mir haben, ist zwar auch gut, werde oft angesprochen, bekomme Komplimente und merke, dass ich von der Attraktivität echt gut bei den Männern ankomme. Das gibt mir eine gewisse Bestätigung. Allerdings nur so lange, bis ich kurz danach wieder höre, ich möchte nichts Ernstes mit dir. Man könnte jetzt sagen, dass ich noch relativ jung bin. Es ist aber so, dass ich schon seit einigen Jahren den Wunsch nach einem festen Freund habe. Teilweise ist meine Vorstellung davon vielleicht etwas zu romantisch, aber der Wunsch ist nicht erst seit kurzem da. Gut, jetzt denke ich ja immer, wir können den Fokus eigentlich immer nur an uns legen. Ja, natürlich, ich sehe das auch immer überall auf Social Media, natürlich ist es immer so viel leichter zu sagen, die Männer sind schuld, die Gesellschaft ist schuld, ich weiß es nicht, aber ja, das bringt da nicht weiter. Letztlich, gerade dieses Schuldthema bringt da nicht weiter. Ich denke, aber letztlich kann man immer nur in sich eine Lösung finden, ne? Und ich glaube schon, dass wir, wenn wir immer wieder das Gleiche erleben im Außen, dass es das Außen uns auf irgendwas hinweisen möchte, so, ne, was wir vielleicht angucken dürfen. Das zieht sich auch durchs ganze Leben, dass wenn du irgendein Thema gelöst hast, kommt das nächste Thema. Und ja, kann man immer nur sagen, enjoy the ride. Aber ja, also ich würde mal zwei Sachen, ich weiß jetzt auch nicht, was für Männer du datest, das wäre vielleicht auch nochmal interessant gewesen, wenn du das geschrieben hättest, also mir fallen dazu so spontan bauchgefühlmäßig zwei Sachen ein. Einmal datest du Bad Guys, weil es kann ja nicht sein, dass jetzt alle Männer, die es gibt, keine Beziehung wollen. Das glaube ich nicht so, ne? Also datest du Männer, die, also der Bad Guy ist ja so, ja, ist jetzt auch keine globale Kritik, aber oft Männer, die vielleicht gut aussehen, viele Möglichkeiten haben, gar keinen Bock haben, sich niederzulassen, noch nicht mal eine feste Beziehung. Und das wäre die erste Frage so, ne? Wie ist dein Beuteschema gestrickt? Da schreibst du jetzt leider relativ wenig von. Die zweite Frage ist immer, gibt es sowas wie nicht gesehene Bindungsangst? Das ist jetzt, also ich kann das jetzt nicht sehen aus so einer Mail, logischerweise, ist einfach nur ein Nachdenkmaterial, weil wenn man immer wieder diese Erfahrung macht, dass Menschen einem nicht nahe kommen, ne? Klar, könnte auch sein, dass man nicht genug sich selber mit Selbstliebe besetzt, kann auch sein, dass man sich nicht selber total geil findet, weil das ist immer die erste Voraussetzung, ich muss mich selber total geil finden, damit andere mich geil fühlen können, aber du schreibst ja jetzt nicht drüber, dass du da Probleme mit hast, aber das kannst du dir auch mal gucken. Und wenn das eigentlich okay ist, dann muss man eigentlich schon wieder gucken, ja, also date ich unbewusst doch Menschen, die mir nicht zu nahe kommen vielleicht, weil es in meiner Kindheit manchmal Menschen mir zu nahe, das muss jetzt gar nicht irgendwas Dramatisches sein, aber so energetisch zu nahe gekommen sind oder weiß ich nicht, dass es vielleicht irgendwelche Ängste gibt vor Nähe. Aber das muss jetzt nicht sein, das sind nur Nachdenkfragen an dich. Was ich auf jeden Fall feststelle, ist, dass es, ich meine, da wird es auch Umfragen zu geben, aber ich sehe es auf jeden Fall in meiner Arbeit, dass Menschen länger Single bleiben oder keine feste Beziehung haben in relativ jungen Jahren. Das scheint mir so ein gewisser Trend zu sein. Aber schreibt gerne mal, was ihr so dazu denkt, ne? Es gibt mir auch eine gewisse Bestätigung, aber nur so lange, bis ich kurz wieder höre, ich möchte nichts Ernstes. Man könnte jetzt sagen, achso, das hatten wir schon. Ich hatte bis jetzt keine ernste oder längere Beziehung, beziehungsweise nur lockere Geschichten und eine kurze Beziehung. Die lockeren Dinge gingen über mehrere Monate. Wie gesagt, ich frage mich so ein bisschen, ob es nicht auch sowas mehr gibt jetzt, ne, von der Gesellschaft her. Weil, also ich weiß jetzt aus, als ich 25 war, sag ich mal, da
Ich will jetzt nicht rüberkommen wie hier der Dating-Opa, ne? Aber da gab es das zum Beispiel gar nicht, ne? Dann hast du auf einer Fete mit jemandem Fete, mit jemandem rumgeknutscht, nächsten Morgen auch rumgeknutscht, dann waren wir zusammen. Also dieses Ganze, ich weiß auch nicht, was es ist und keine Ahnung. Ich will jetzt auch gar nichts gegen sagen, ist natürlich, Vielfalt ist natürlich nicht per se schlecht, aber das sind ja auch Sachen, die sich jetzt so entwickelt haben, ne? Teilweise gab es Ähnlichkeiten zu Beziehungen, man unternimmt etwas miteinander, hat körperlich etwas miteinander, öffnet sich aber emotional nur teilweise und das ist nicht festgelegt. Dann gab es eine kurze feste Beziehung über ein paar Monate. Na gut, aber das zählt als Beziehung, ne? Muss ja nicht immer so lange sein. Die von ihm beendet wurde, weil er es mit mir auch lieber nur lockerer wollte. Die nächste Frage wäre, ob du auch sagst, sobald es Anzeichen gibt, dass jemand nur was Lockeres will, also du musst wirklich dem Universum sagen und damit auch deinen Datepartnern, mal ganz klar, ich möchte jetzt nur feste Beziehung. Und ich würde das auch relativ früh sagen, ich würde gar nicht so anfangen mit, wir fangen jetzt hier so locker an oder so. Ich würde gleich sagen, auf dem ersten Date, wenn du jetzt online datest oder so, nur, dass mal gleich klar ist, ich habe keinen Bock auf was Lockeres. Also ich würde da gleich aussortieren, sage ich mal, ne? Attraktivität liegt es ja nicht bei dir, das heißt, du wirst genug kriegen, sagst du selber, und dann sortierst du gleich die aus. Musst auch keine Angst haben, dass du die verschreckst oder so, ne? Werden andere kommen. Du musst dem Universum wirklich eine klare Ansage machen, ne? Werde von Männern immer wieder in die Schublade Freundschaft plus lockere Beziehung gesteckt. Ja, aber ich verstehe das, aber lässt du dich auch reinstecken, ne? Also, wenn jemand sowas andeutet, bleibst du dann auch länger drin. Also, was ich dir auf jeden Fall raten würde, ist wirklich so ein Stolz und so ein Selbstbewusstsein, dass du sagst, ey, das kommt mit mir nicht in die Tüte, da brauchst du gar nicht mit anfangen. Also, du kannst auch wirklich so ein, ich weiß jetzt nicht, wie du redest, also, dass du wirklich klar machst, ey, ich bin eine stolze, attraktive Frau, ich weiß genau, was ich will, komme nicht mit so einem Scheiß hier, ne? Weil, also, du musst wirklich sehen auch, dass die Männer dich respektieren. Dafür musst du dich selbst respektieren. Wie gesagt, ich kenne dich jetzt nicht. Aber dass du wirklich stolz kommunizierst und ganz klar sagst, ey, sorry Leute, ey, komm hier nicht mit so einem Scheiß. Dann könnt ihr gleich abhauen. Weil je mehr du dich selbst geil findest und ich will jetzt nicht sagen, auf dem Podest stellst, aber sagst, hey, das ist so, wie ich es mache, ist, also ich bin einfach der Preis, und umso mehr werden Männer sich wahrscheinlich auch abstrampeln, dich überhaupt zu kriegen und dann dich auch behalten wollen, so, ne? Vermute ich mal. Man könnte jetzt sagen, okay, was machst du denn, dass es ständig so ist? Wahrscheinlich vermutet man, dann gibst du halt immer körperlich gleich alles und deswegen will keiner mehr mit dir. Nee, da bin ich komischerweise gar nicht drauf gekommen, weil ich kann das nicht sehen. Ich sehe auch viele Beziehungen starten, wo es früh körperlich geworden ist und total committed ist, und ich weiß, das sagt man manchmal. Natürlich, ja, macht schon Sinn, glaube ich, ein bisschen zu gucken, ob man auch bereit ist, ein bisschen mehr Energie reinzugeben. Von daher macht es auch manchmal Sinn zu warten, und ich sage das ja auch mal ganz gerne bei, ich kenne das von SLAA, Sex and Love Addicts Anonymous in den USA, kenne ich das so, dass die zum Beispiel teilweise so ein Konzept haben, dass man sagt, so, wir machen jetzt erstmal 10 Dates hier, und dann, wenn du dann sagst, du willst mit mir zusammen sein, dann können wir mal Sexy Time machen, sodass quasi erst die Beziehung geformt wird. Aber das ist weniger, um andere abzuschrecken, sondern um selber nicht so in Liebessucht zu kommen. Deswegen weiß ich nicht, ob das für dich so relevant ist. Stimmt aber nicht, egal ob ich wenig lange warte oder gar nicht sexuell werde, in die lockere Schublade komme ich so oder so. Ja, ich glaube auch, es hat nichts damit zu tun, eher mit den Sachen, die ich eben gesagt habe. Beim Kennenlernen sagen sowohl ich als auch Männer relativ schnell, dass wir allgemein offen für eine Beziehung wären. Nee, du solltest Menschen daten, die sagen, ich will ganz kleine Beziehung mit dir. Also fangen wir gar nicht so an mit diesem, und wir gucken mal, wo es hingeht und offen. Ich würde mal sagen, sag mal gleich auf dem ersten Date, nur ist das fucking glasklar ist, mit mir wird es hier kein lockeres Freundschaftsplus geben. Also entweder so ab Bettkante haben wir hier zumindest ein körperliches Commitment und ein ganz klares Ziel, oder wir lassen den ganzen Scheiß hier mal, ne? Das würde ich ganz klar sagen, und wer auch immer sich davon abgeschreckt fühlt, soll sich abgeschreckt fühlen, ne?
Aber ich habe auch ein bisschen die Vermutung, dass du Bad Guys datest, sag ich ganz ehrlich. Allerdings abwarten und schauen, wie es zwischen uns passt. Man kann sowas nicht beim ersten oder zweiten Date klar sagen. Ich denke, das ist normal. Dann ist es entweder so, wir lernen uns kennen, unternehmen was, werden körperlich, dann sagt er nach einer Weile, okay, so gefällt es mir ganz gut, wir können es locker weiterführen. Ja, da ist der Fehler auf jeden Fall. Das auf jeden Fall, das würde ich sagen, locker weiterfühlen. Are you fucking serious? No way. Komm mir nicht mit so einem Scheiß. Also du könntest da viel stolzer und aktiver und krasser werden. Wird da viel krasser. Denk nicht so darüber nach, ob du jetzt tiefgründig oder nett bist, sondern einfach bist du irre, bist lockeres. No way. Hab zwar gesagt, ich wäre offen für was Festes, aber dafür passt es dann doch nicht. Oder zweiteres, wir lernen uns kennen, unternehmen etwas, warten länger mit dem Körperlichen. Und dann sagt er nach einer Weile, warum läuft denn körperlich nichts bei uns? Ja, verstehe ich. Hab zwar gesagt, ich bin auch offen für eine Beziehung. Nee, also du klopfst es selber auch nicht fest. Vielleicht denkst du, das müsstest du machen, damit die Männer nicht abgeschreckt werden, aber das ist der komplett falsche Gedanke. Ich würde da wirklich einen Vlog einrahmen und würde sagen, no way, komm nicht mit so einem Scheiß, ne? Klar, müssen wir jetzt mal hier kurz daten, aber so, wenn du jetzt hier nicht Feuer fängst und sagst, hey, ich will auf jeden Fall mit dir zusammen sein, dann lassen wir das Ganze ja mal gleich, ne? Fang nicht an mit dieser Locker-Geschichte da, ne? Worauf wartest du denn? Es würde eh nichts ernster werden. Das ist echt verzweifelnd. Hab das Gefühl, egal was ich mache, mache ich falsch. Dadurch habe ich gemerkt, dass der Zeitpunkt nicht das Problem sein kann. Ja, das glaube ich auch. Diese Abläufe wiederholen sich mit unterschiedlichen Männern immer wieder. Ja, deswegen, wenn man jetzt nicht alle Männer verteufelt, also es kann an den Männern liegen, ich will jetzt gar nicht verteufeln, also es kann sein, du datest immer die gleichen Männer oder in dir ist ein Prozess. Ne? Und da musst du jetzt mal gucken mit den Sachen, die ich gesagt habe. Wird das einen Anschluss gegeben, um an Emotionen nachzudenken? Vielleicht bin ich selbst emotional schwer erreichbar. Ja, okay. Kann deswegen schlecht emotionale Nähe erstellen. Ja, das hatte ich eben auch schon angeregt. Der Zugang zu meinen Emotionen ist nicht immer gut bei mir. Ah, okay. Oder mich erreichen andere nicht emotional. Eine andere Sache ist, dass ich verlustängstlich bin. Sicher auch durch eine schlimme Vernachlässigung in der Kindheit. Oh, da haben wir es ja schon. Das könnte gut zu Bindungsangst führen, weil hinter Verlustangst steckt häufig zusätzlich auch eine Bindungsangst, beziehungsweise will ich jetzt nicht alles wieder hier ausfüllen, könnte unter anderem, aber dem oder in dem Liebescode steht es eigentlich noch mehr drin, beim ersten Buch. Also da würde ich auf jeden Fall gucken, wenn du das hier schon so vorbringst. Klar, kann man natürlich auch mal überlegen, ob man eine Therapie macht oder kannst mal gucken, ob so infomäßig ja, genau. Also ich weiß jetzt nicht, wie gravierend das bei dir ist, muss man nicht überlegen. Vielleicht helfen auch die Datingkurse und die Sachen, die es bei mir gibt. Keine Ahnung. Aber klar, wenn das jetzt wirklich gravierend ist und ich das Gefühl hast, dass eine konkrete psychische Beeinträchtigung, dann sollte man natürlich auch das an den entsprechenden Stellen therapeutisch angehen, ne? Aber weiß ich jetzt nicht, geht es ja nicht so direkt draus hervor, so. Hab den Kontakt zur Familie abgebrochen. Oh ja, das ist okay, es sitzt vielleicht doch einige Themen. Hab auch eine Verhaltenstherapie gemacht. Oh ja, ich habe das noch gar nicht gelesen vorher. Okay, und noch einiges reflektiert. Ja, dann würde ich auf jeden Fall sagen, dann guck doch auch einfach mal in die Kurse rein. Manchmal gibt es da so zusätzliches Wissen im Dating- und Beziehungsbereich, was du dann für dich nutzen kannst. Eventuell fühle ich mich deswegen manchmal etwas verloren. Ja, jetzt könnte man hier mal denken, was hat denn Verlustangst mit Bindungsangst zu tun, weil die hängen wirklich ganz eng zusammen. Das ist auch in meinem Modul 1. Referiere ich da ausführlich drüber, wie eng die verknüpft sind. Und das, ja, kann sein, dass du dich zwar als verlustängstlich erlebst, aber in so einem passiven Bindungsangstmodus bist, was ganz viele Verlustängstler sind. Wirklich, würde sagen, für die meisten auf meinem Kanal ist das Thema passive Bindungsangst bei Modul 9 wäre eigentlich ein Thema. Ich kenne das bei mir auch rauf und runter. Ich dachte auch immer früher, ich bin verlustängstlich und habe dann festgestellt, nee, eigentlich bin ich bindungsängstlich und date einfach Menschen, die noch bindungsängstlicher sind und denke dann, ja, warum ist dieser Mensch so bindungsängstlich? Das bringt mich jetzt tatsächlich auch dahin, dass du unter Umständen Mauern aufbaust und auch unbewusst ganz spezielle Männer datest, die dir vielleicht, ja, das ist ja dieser Wiederholungszwang, dass man
Ablehnungserfahrungen wiederholt und was letztlich sich übersetzt hin, dass man die falschen Männer datet, ne, und die einen wollen, gar nicht wahrnimmt oder nicht attraktiv findet, einfach weil es dieses Muster nicht bedient, ne, so skurril das auch ist, ne. Bin auch häufiger umgezogen. Ja, gut, man nimmt sich immer selber mit, ne? Hab berufliches eines probiert, nicht abgeschlossen, gewechselt, bin erst dabei zu finden, was ich machen möchte. Habe eben auf einer langfristigen Ebene auch noch nicht den Wohnort oder das Berufliche gefunden, wo ich geblieben bin. Genau wie halt freundschafts- und beziehungsmäßig einiges wechselt. Hängen diese Bereiche zusammen? Nee, also man nimmt sich halt selber mit und also ist, wie gesagt, ist ja auch ein Jahrzehnt des Ausprobierens. Ich würde das jetzt nicht alles so problematisieren, so, ne? Wie kann ich allgemein mehr am nice, geilen Leben arbeiten? Gut, da habt ihr auch einen Kurs zu, aber mal kurz gesagt, ja, indem du vielleicht mal auch auf den Beziehungsbereich mal weniger fokussierst und dir Listen machst, Modul 2 ist auch interessant, Listen machst, so, was kann ich kurzfristig erreichen, was möchte ich in 3 Monaten machen und vor allen Dingen, was möchte ich in 5, 6, 7, 8 Jahren erreichen, das zieht sich bei mir auch durch mein ganzes Programm, auch Manifestations-Challenge ist das auch drin, so dass man sich wirklich ganz stumpf fokussiert auf seine Lebensziele und das ist unglaublich, was man da erreichen kann, wenn man erstmal aufhört, immer nur über Beziehungen nachzudenken und warum kommt nicht der die Richtige und diese Energie mal ins eigene Leben steckt und dann vielleicht auf dem Weg jemanden trifft, ist manchmal der kürzere Weg, als immer weiter zu suchen, so, weil Suchen gibt auch diesen Vibe von Mangel, ne, und nicht finden. Ja, viele Themen in dieser Mail. Männer spiegeln mir oft, dass ich zu kompliziert für sie sei. Ja gut, das kann aber auch so ein Bindungsängstler-Sprech sein, ne? Jetzt, wo wir an der Stelle in der Mail schon sind. Von meinem Verhalten nicht zwar aktiv, lasse dem Mann aber auch Raum. Ich glaube, du datest Bad Guys oder Bindungsängstler, was manchmal auch das Gleiche ist. Nur drücken mich die Männer meist mehr ins Plus. Bin oft die, die mehr schreibt, mehr Treffen organisiert. Gut, ist ja auch ja gut, Thema Polarität lassen wir jetzt mal raus. Also ich verstehe, was du meinst. Ja, die ersten Dates sollte es auf jeden Fall der Mann machen. Wenn ich sage, dass ich mir mehr Initiative wünsche, wollen die Männer sie mir trotzdem nicht geben. Treffe oft auf Männer, die sehr im Ego sind. Na gut, das spricht alles für, dass du bindungsängstlicher / Bad Guy Status, ja. Die teilweise Spaß daran haben, mit mir zu spielen, mir Körper zu geben und sich dadurch Bestätigung zu holen. Ja, du bist in meinem Programm auf jeden Fall richtig. Die gleichen Männer, die mit mir spielen, schwärmen dann von anderen Frauen. Ach Gott, okay, jetzt wird's ja doch nochmal richtig krass hier, okay. Ach, ich mach das mal gerade hier so ein bisschen dunkler. Eieiei, okay, jetzt kriegen wir auch eine Idee, wen du so datest. Also dann denke ich, sind wir da im Schwarzen hier. Und sie, die gleichen Männer, die mit mir, ja, möchte gerne auch die sein, für die Männer schwärmen. Ja gut, das ist alles über Selbstliebe, Umprogrammierungsliebe, Chips, nice, geiles Leben. Also du bist schon auf der richtigen Fährte. Muss es halt jetzt Stück für Stück umsetzen, ne? Also ich denke, du könntest da von meinem Kursprogramm auch gut profitieren. Aber erstmal muss man sich, glaube ich, deswegen ist bei mir Modul 1 immer so, dass man sich überhaupt erstmal klar wird, was ist eigentlich hier mein Beuteschema und wie hängt das unter Umständen mit allem zusammen und wie ist so die ganz grobe Stoßrichtung, wie ich da jetzt angeht, anfange. Aber ich bin sicher, dass du die netten und lieben Männer irgendwie auslässt. Ach, das sind schwierige Lichtverhältnisse heute. So. Aber ohne Spielchen spielen zu müssen, verstehe nicht, warum ständig in dieser lockeren Schublade lande, warum es vielen trotz meines tollen Charakters hauptsächlich ums Körperliche geht. Ja, das geht ganz vielen Pluspolen, der du wahrscheinlich einer bist, so, dass sie alle sagen, sie haben so einen, sind eigentlich so lieb und nett, aber das Universum fördert so eine Mittelposition, wo man nicht zu nett ist, man soll jetzt auch nicht ein Arschloch sein, so, ne? Aber wenn du zu nett bist, heißt es leider häufig auch, dass man nicht so ganz in der Selbstliebe ist und sich selber nicht genug mit Liebe besetzt. Und das macht Dating einfach unfassbar schwierig, beziehungsweise man das Universum matcht dann, genau dem Gegenteil. Ne? Manchmal habe ich das Gefühl, sogar zu tiefgründig für diese Männer zu sein. Ja, für die wahrscheinlich schon.
Was wäre aus deiner Sicht die hauptsächlichen Gründe für diese Dinge? Was soll ich tun? Danke schon mal. Ja, ich glaube, ich habe alles gesagt. In diesem Sinne, mach die fucking Kurse und wir sehen uns bald wieder.